9.12-Magazin. Alles rund um den Uhr 12er. Heute Ausgabe 8. Hallo Uhr 12er, heute haben wir ein besonderes Day und zwar mit den Experten in Sachen 912. Ja, wer kann das sein? Natürlich kann es nur einen geben und zwar Jörg Lenzen von der Porsche 912 Group Uhr 12er. Der restauriert ja seit 4 Jahren ein 67er Schiebedach-Coupé in der tollen Farbe Agarblau. Er hatte mich eingeladen, einmal den Restaurationsfortschritt zu begutachten. Er ist ja fast fertig. Es sind angeblich nur noch Kleinigkeiten zu tun. Aber er will mir vor allen Dingen auch berichten über seine Höhen und Tiefen, die er bei der Restauration erlebt hat. Ich glaube, es waren mehr Tiefen, wie ich das so rausgehört habe. Aber es wird auch immer spannend werden und ich bin sicher, euch wird das auch interessieren. Ja, Jörg Lenzen, schön, dass wir uns mal treffen. Das Auto, was hinter dir ist, ist dein wievielter 12er? Mein 5. 912er, den ich besitze. Du bist ja eigentlich gut aufgestellt. Deine Garage ist voll mit Sportwagen allererster Sahne von M3. M3, 997, 964. Ja, also Porsche. Boxster, ja, ist schon. Du hast Luft gekühlt wie auch Wasser gekühlt. Ja. Jetzt haben wir aber hier einen Porsche 912. Ja. Was macht die Faszination für dich aus? Ja, ich bin eigentlich mit 912 groß geworden. Die Träume waren eigentlich nach dem Studium, ich möchte einen Porsche 356 haben. Porsche 356 war finanziell so meilenweit weg, dass man dann geguckt hat, was ist eigentlich finanziell machbar damals. Und da bin ich mit einem Freund zusammen bei einem 912er hängen geblieben. Den haben wir 1994 unseren ersten gekauft in Dortmund, war ein US-Import auch, war ein Targa in Blutorange. Ja, und der hat eigentlich den Bacillus ausgelöst für den 912er. Da war es doch aber wahrscheinlich schon so, dass dieser 912 von den 911-Fahrern nicht besonders geschätzt wurde. Nein, also auf 912 hat man immer verächtlich so runtergeguckt und sagen, ach guck mal, die können sich keinen 11er leisten und nur so ein 12er. Ja, es war so in den Anfängen. Ganz schlimm. Also ich glaube 1994, da wusste ich noch gar nicht, dass es überhaupt einen 912 gab. Ich habe ja auch diese Karriere gemacht, erst mit 924 und so weiter und dann hat man sich immer weiter gesteigert, bis man dann endlich den 911 fuhr. Ja. Den haben wir jetzt auch im Besitz, aber trotzdem ist für mich auch der 912 viel interessanter. Das ist eigentlich mein Lieblingsauto. Geht es dir auch so? Mir geht das genauso. Das ist da, wo auch mein komplettes Herzblut dran hängt. Der zweite ist, dass man, also ich damit groß geworden bin, über den blutorangen ersten Targa, den wir hatten. Dann hatte ich mehrere nochmal dazu gekauft, die ich restaurieren wollte, was ich aber dann auch wiederum nicht geschafft habe, aus Zeitgründen, die habe ich dann wieder verkauft. Den Golden Grün habe ich von 69, auch ein Schiebedach-Coupé, restauriert oder restaurieren lassen und auch dann wiederum verkauft. Und irgendwann sagte ich, ich wollte eigentlich haben, was mir am besten gefällt, was ich nicht erreicht habe. Ich wollte ein Schiebedach-Coupé, Painted Dash haben, eins der ganz frühen. Ja, ist leider nichts raus geworden, soll auch nicht mehr raus werden. Ich bin jetzt beim 67er hängen geblieben, hat auch die schönen Chrominstrumente, Schiebedach-Coupé und für mich in einer wunderschönen Farbe in Agarblau, sowie auch ausgeliefert und gebaut. Ja, ich habe mich für Recaro Sportsitze, für den Idealsitz entschieden, für Fahrer- und Beifahrerseite, um doch ein bisschen besseren Sitzkomfort zu haben, auch von der Seitensache, dass man nicht so drauf hin und her rutscht. Nur, das sind jetzt Recaro-Sitze von 1968. Die ersten gab es für Porsche 67, da waren die noch ohne Kopfstützen, die hatten dann auch eine höhere Rückenlehne. Das sind jetzt 68er. Nur leider gab es diese Sitze fast nur als Fahrersitze und auch Porsche hat Fahrersitze auf Fahrer- und Beifahrerseite eingebaut. Hatte natürlich den Nachteil, dass die Lehnenverstellung, die hier unten ist, dann auch immer für den Beifahrer innen war und man außen nicht so einen schönen Sitzbeschlag gesehen hat, hier in Schwarz.
Da habe ich mich dann dazu durchgerungen, den Beifahrersitz auseinander, also den Fahrersitz für die Beifahrerseite auseinanderzunehmen und auch den Sitzbeschlag dann auf die andere Seite zu machen. Ja. Können wir mal auf die andere Seite gehen? Okay. So. Da sieht man hier auch den Sitzbeschlag, der ist auch zum Schweller hin, genau wie auf der Fahrerseite. Das habe ich, wie gesagt, umgebaut von Fahrersitz zum Beifahrersitz, damit das auch optisch gut aussieht, ja, und man auch die Verstellung wie richtig auch außen hat zum Schweller hin. Du gehörst ja jetzt bald zu dem Sechser-Club. Also Sechser-Club, das bedeutet ja bei uns in der Gruppe, du kommst mit deinen ganzen Restaurierungskosten auf einen lockeren sechsstelligen Betrag. Da haben wir ja zwei andere, von denen ich weiß in der Gruppe, die auch über 100.000 Euro in ihre Autos investiert haben. Kann das passieren, dass für dich die Kosten auch ins Uferlose laufen? Also Uferlose will ich nicht sagen, aber es sprengt doch das, was man sich mal vorgestellt hat und was man in der Kalkulation sich vorgestellt hat. Die Mitkalkulation sagt was ganz anderes. Also man schraubt schon an dieser sechsstelligen Zahl. Bei diesem Auto bedingt kann man hinterher auch nochmal drauf eingehen. Die Karosserie war so desolat, was ich aber, wo ich den gekauft habe, gar nicht wusste. Der Kauf ist nochmal in meinen Augen nochmal was ganz Besonderes. Bei den Felgen- und Reifenkombinationen konnte ich mich überhaupt nicht einigen, ich mit mir, was ich denn nehmen wollte. Ich habe jetzt einmal die Original-Chrom-Felgen, die ich habe mit Bereifung 165er, mit den schönen Radkappen, mit dem emaillierten Wappen in der Mitte. Dann habe ich mir 4,5J Fuchs-Repros von Maxi-Light gekauft. Warum hast du die eigentlich gekauft? Weil ich die als erstes fahren wollte. Ich wollte die in der 911S Optik machen, was mir aber nicht gelungen ist. Und die können wir mal kurz zeigen. Die sehen überhaupt nicht mehr schön aus. Die habe ich in matt silbern pulvern lassen. Und dann ist ein Farbton raus geworden, der mir überhaupt nicht gefällt. Obwohl ein wunderschöner Reifen da drauf ist. Ein Pirelli Cinturato 1036. Aber mir gefallen die Felgen von der Farbe her nicht so gut. Die Chromfelge, die ist original mit den Nabendeckeln, die habe ich auch noch mit neuer Bereifung, mit 165er Bereifung. Also original heißt, so wurde er ausgeliefert? So wurde er ausgeliefert mit der Chromfelge, mit der Radkappe und diesem emaillierten Wappen. So ist er ausgeliefert worden. Das wollen wir auch nochmal hier nehmen. Ja. Ja. Und dann bin ich durch Zufall im Internet über die Repro-Gasburner gestolpert. Es ist auch eine Repro-Felge. Diese Felge hat den riesen Vorteil, die hat sogar die Original-Porsche-Nummer innen drin eingestanzt, sodass das auch fürs Eintragen einfacher wurde. Diese hat eine Einpresstiefe von ET35 und die fahre ich mit dem Pirelli 185-70 R15 und ich finde, es ist eine super Kombination für dieses Auto. Steht super im Kotflügel und das ist erstmal jetzt meine Favorite-Felge. Die anderen lege ich mir in die Ecke und mal gucken, was man dann im Sommer drauf macht. Ab und zu mal wechseln ist ja in. Man wechselt ja öfter mal von Fuchs auf Stahl und umgekehrt. Dafür habe ich dann eben ein Fundus, wo ich wählen kann. Ich wundere mich aber trotzdem, du sprichst jetzt bei den Rädern immer von Repros. Das hätte ich jetzt nicht gedacht bei einem Jörg Lenzen, der nur original verbauen will. Das ist schon mal richtig. Die Gasburner, wenn man heutzutage die Gasburner oder Malefelgen kaufen möchte, das ist eine Preisfrage. Und da hört es beim Jörg Lenzen auch auf, weil für einen Satz, den man heute kauft und noch überarbeiten muss, zahlt man gute 5.000 Euro. 4 Felgen ohne alles. Und das ist mir an der Sache das absolut nicht wert. Und da gehe ich ein bisschen anders. Ich habe auch in der Gruppe gelernt, es muss auch ein bisschen mal was Individuelles am Auto sein. Und das ist zum Beispiel, was ich auch individuell mache. Ein paar andere Teile auch noch, aber das ist einfach meine individuelle Art bei den Felgen. Die gefallen mir gut und die habe ich drauf gemacht. Ja, das wird die Gruppe freuen, glaube ich. Ja, ich glaube es auch. Ja. Das war der Spruch des Tages.
Du bist der Gruppenexperte, also beim Gruppenexperten setzt man ja voraus, dass der immer ein bisschen mehr weiß als der normale 912-Besitzer. Bei deinem Kauf, hattest du da auch einen Experten dabei oder hast du dich auf dein eigenes Wissen verlassen? Nee, da habe ich mich komplett auf mein eigenes Wissen verlassen. Dadurch bedingt, dass man schon mal auch 212er hatte damals. Und ich habe aber blind gekauft in den USA. Das muss ich dabei sagen. Ich wollte unbedingt ein Schiebedach-Coupé haben. Ich wollte ein frühes haben mit Chrominstrumenten und bin erstmal hängen geblieben an einem Painted Dash in Bali Blau. Den wollte ich kaufen. Der hat aber kein Schiebedach. Aber der Besitzer, der den Bali Blauen angeboten hatte, der hatte Verbindung und sagte, hör mal, ich habe Verbindung 67er Schiebedach-Coupé. Da kann ich mal die Verbindung herstellen. Da habe ich gesagt, warum denn nicht? Und da bin ich dann bei dem, der dann in Rot lackiert war, hängen geblieben, habe mir die Bilder angeguckt, habe gesehen, naja, da ist ein bisschen was Rostiges dran, Türen und Einstiege. Man sah, was schlecht war, Innenausstattung schlecht. Der war sehr individualisiert, würde ich heute sagen. Der war nicht mehr blau, sondern rot lackiert. Alle Chromteile waren schwarz lackiert, was man in den 90er Jahren gemacht hat, weil die das alle toll fanden. Und den habe ich dann blind gekauft. Ja, ist so. Kannst du verraten, was du bezahlt hast? Ja, ich habe damals bezahlt für das Auto 25.000 Euro. Ja, kann ich sagen. Wie lange ist das her? Das war 2015. Seit wann schraubst du und restaurierst an diesem 12er? Seit 2016 sind wir jetzt gegangen. 2016 sind wir angefangen, den zu zerlegen. Ja. Und in 2017, nachdem wir eine Karosseriewerkstatt gefunden hatten, war in 2017, 18 die Karosserie dran. Das ist aber fast also ein normales Zeitfenster. Ne? Wir haben ja am letzten oder am vorletzten Wochenende jemanden getroffen, der einen Opel GT restauriert hatte. Der hat 7 Jahre investiert. Also mit der Zeitachse, es kann schneller gehen. Wenn man sehr viel Zeit hat, sehr viel selbst machen kann, braucht man aber auch die Zeit. Aber wenn man Karosseriearbeit nicht selbst machen kann, wie ich, da braucht man schon einmal einen Spezialisten. Gedacht, man hätte einen Spezialisten, ganz so war es auch nicht. Und an nächster Stelle kommt die Lackierung. Und bei den Lackierern, da sage ich meistens immer, die haben, ohne jetzt jemandem weh zu tun, zu viel Lösungsmittel geschnüffelt. Das erste Angebot für eine Lackierung, die ich hatte, war 20.000 Euro bei dem Auto. Unfassbar, ja. Aber ich glaube, auch wenn Lackierer Porsche hören, sagen sie, da ist Geld. Also bei der Innenausstattung, das Lenkrad mit dem Batwing oder mit dem Butterfly, wie das so schön heißt, ist original. Habe ich restaurieren lassen von einem, ich sage mal, Schreiner, von einem Künstler. Der hat das wieder in wunderbarem Finish hinbekommen. Es ist ein neuer Chromring auf dem Hupenring und das Lederwappen ist auch neu. Und dahinter die schön glänzenden Instrumente, die hat unser Member Thomas Schucker restauriert, überholt, in einem wunderbaren Zustand. Anders kann ich das nicht nennen. Und dieses Aussehen von den Chrominstrumenten im Holzlenkrad ist einfach einmalig. Du hast vorhin gesagt, Schiebedach-Coupé, es war dir wichtig, dass er ein Schiebedach hatte. Ja. Was ist das Besondere an einem Schiebedach-Coupé für dich? Ja, einmal fahren wir die Fahrzeuge meistens im Sommer, da ich damals noch einen Targa hatte, ich aber ein halboffenes Auto haben will und deswegen war eben mir das Schiebedach wichtig, dass auch ein bisschen Luft und Licht reinkommt, wenn man im Sommer fährt. Da die Autos alle früher keine Klimaanlagen hatten, wie es heute ist, ne, das ist natürlich schön, Coupé, Klimaanlage an, aber ich wollte unbedingt einfach Schiebedach haben. Auch der zweite Hintergrund, es ist selten und was Besonderes. Ist es richtig, dass das Schiebedach sogar noch seltener als ein Targa-Modell ist? Entschieden seltener, ja. Da hat jetzt einer mal nachgerechnet, dass in 67, ich glaube nur, also in dem 67er Modelljahr, was in 66 gebaut worden ist, ein halbes Jahr nur 30 Schiebedach-Coupés waren. Also wenn jemand bei uns in der Gruppe neu reinkommt fragt nach Autos, haben wir jetzt ja seit gestern wieder einen neu, der ein Auto kaufen will. Was würdest du ihm jetzt als Gruppenexperten empfehlen? Soll er einen kurzen Radstand nehmen, einen langen Radstand mit Schiebedach ohne oder einen Targa sogar?
Die sind ja auch vom Preis jetzt im Moment in die Höhe gegangen, die Targas. Also diese Empfehlung ist ganz, ganz schwierig zu geben, weil die Autos sind so unterschiedlich. Einmal möchte ich ein offenes Auto haben, ein Targa, möchte ich dann haben ein Targa mit Softwindow, was ganz Spezielles ist, oder möchte ich schon einen mit fester Heckscheibe haben, die auch angenehmer zu fahren sind, muss man ganz eindeutig sagen. Oder möchte ich nur ein Coupé haben, was aber heutzutage schon ein bisschen moderneres Feeling bringt. Das sind die 69er, sind die langen Radstände. Und die kurzen Radstände haben für mich das ursprüngliche vom 11er und 12er gemein, die Karosserie. Die gefällt mir wahnsinnig gut. Kurzer Radstand, keine ausgestellten Kotflügel. Das ist für mich ein Highlight einfach. Also ich bin wirklich da sehr, sehr geprägt Richtung kurzen Radstand. Und die Marktbeobachter, die honorieren das ja auch mit einem höheren Wert, die kurzen Radstände. Ja, das ist in letzter Zeit dazu gekommen, dass dieses ein bisschen mehr honoriert wird. Was am meisten honoriert wird, das sind die ganz frühen, die 65er, am besten noch lackiertes Armaturenbrett. Das sind die, die wirklich an Wert haben, ja. Das war vor 12 Jahren noch gar nicht so. Da wollte man unbedingt 5 Instrumente. Ja. Also als ich zum Beispiel gesucht habe, ne? Für mich wäre nie ein Auto in Frage gekommen, was nur 3 Instrumente gehabt hätte. Das sah einfach unvollständig aus. Und heute ist es ja der Renner. Ne? Ja, wenn man heute guckt, die frühen 65, 66 mit 3 Instrumenten, das ist Wahnsinn. Ja, bin ich bei dir. Ja. Also du wirst auf jeden Fall empfehlen, kurzen Radstand und möglichst dann mit Schiebedach. Ja, das ist meine Empfehlung, ja. Natürlich schwierig zu bekommen und sehr. Ja. Ja, mir fällt jetzt an dieser Verkleidung diese helle Naht auf. Mhm. Was hat es da auf sich? Mit der Naht. Also auf die helle Naht bin ich auch später erst gestoßen. Ich hatte die erste Türverkleidung ohne diese helle Naht gemacht, habe dann original Türverkleidungen ersteigern bzw. kaufen können. Das sind diese hier. Und hier kann man genau erkennen, nicht so hell, weil es schon älter ist, aber die Naht war original nicht schwarz, sondern ja, beige. Jetzt sehe ich es, ja. Okay. Also du bist doch sehr daran interessiert, dass es alles genau original wird bei deinem Auto. Ja, was ich machen kann und was ich erkenne, ja, bin ich daran interessiert. Deswegen habe ich die auch nochmal abgenommen. Die sind dann auch nochmal neu gemacht worden, die Türverkleidung, eben mit dieser beigen Naht. Die dunkelt irgendwann mal nach, aber sie war nicht schwarz. Das nächste Thema der Türverkleidung, wenn wir hier mal sind. Die Türverkleidung beim 912er hatten entweder zur Befestigung 5 Schrauben oder 6 Schrauben. Aber im unteren Bereich hier waren sie nicht geschraubt, sondern nur mit Klammern befestigt. Du hast mir gesagt, es gibt auch Differenzen zwischen Karmann-Karossen und Reuter-Karossen, was die Türverkleidung bzw. die Befestigung der Verkleidung ja angeht. Mein Fahrzeug ist ein Porsche, also eine Reuter-Karosse. Eine 354 607er Fahrgestellnummer und mein Fahrzeug, obwohl es karosseriemäßig sehr schlecht war, hat Anbauteile original. Die haben noch die originalen Stempel drin. Da steht die 607, die letzten 3 Ziffern der Fahrgestellnummer auf dem Heckdeckel wie auch in der Tür. Damit wusste ich, die Türen sind original. Waren auch nicht so defekt, dass man viel dran machen musste. Und da konnte man erkennen, dass hier nur 2 Bohrungen waren für die Befestigungslöcher der Türverkleidung, vorne 3. Und jetzt haben wir hier mal Türverkleidung von einem Karmann Coupé. Das hat hier vorne 3 und hinten auch 3. Ja, ich sehe es. Ja, da würde ja ein Normalverbraucher nie drauf achten. Nee, will auch kaum einer, glaube ich, feststellen. Und ob das jetzt geschraubt oder geklipst ist, das wissen auch die wenigsten. Ja, man findet auch die unterschiedlichsten Sachen. Das beruht daher, weil die 911er Türverkleidung, die haben hier 2 Schrauben und haben dann hier unten 4 Schrauben. Und da, weil die haben eine Türtasche, die hier nochmal
eine Ausbeulung hat für Karten und sowas. Deswegen sind die unten verschraubt und die fangen hier mit zwei Löchern an. Während bei Karmann keine Elfer in den Jahren gebaut hat und die haben dann hier drei gemacht, um es besser befestigen zu können. Die fehlende Türtasche oder die Ausbootung, die deutet natürlich wieder darauf hin, dass der Zwölfer eine einfache Ausstattung hatte. Ja, auf jeden Fall. Ganz eindeutig. Jörg, jetzt sind wir an deinem Motor, das Wunderwerk von einem Porsche 912 Motor. Ich habe gehört, der soll um die 110 PS haben. Na. Was kannst du uns dazu sagen? Na, vielleicht nicht ganz so viel, aber es ist ein bisschen was am Motor gemacht worden. Er war komplett zerlegt, wir haben ihn komplett auseinandergenommen. Vom Gehäuse hatten wir Glück, dass wir nur bei der Kurbelwelle einmal auf ein Übermaß gehen mussten. Wir haben eine neue Nockenwelle, eine Schleichernockenwelle reingebaut mit 316er und dann sind die Köpfe noch bearbeitet worden und wir haben Big Bore Kolben und Zylinderkit verbaut. Das alles in Harmonie gebracht und da kommen wir schon gut auf 105 bis 110 PS. Ja, okay. Also in diesem Bereich liegt der Motor. Ist also praktisch ein getunter Motor, aber moderat getunt. Er ist moderat getunt und optisch so gestaltet, dass man es eigentlich nicht sehen kann. Es kommen auch die Original-Luftfilter wieder drauf. Ja. Ich fahre keine Trocken- oder diese Nassluftfilter bleiben hier drin. Und habe versucht, das Ganze dann auch noch mit einer 1-2-3 Verteiler zu komplettieren. Diese 1-2-3 hat eine andere Form hier unten, die ist von CSP und kommt den alten Verteilern optisch näher. Also auch sehr dezent. Sehr dezent, jetzt sehe ich hier die Zündspule. Das bringt mich jetzt wieder auf unsere Diskussion über die Aufkleber. Und da bist du jetzt auf einen blauen Aufkleber gestoßen und das scheint wirklich der richtige, der originale zu sein, der im 912 verwendet wurde. Hier habe ich eine original alte Bosch Zündspule vom 912er. Noch die Nummer kann man auch gut erkennen, die Bosch Nummer. Und jetzt kommt's. Und jetzt kommt das Wichtige, nur schwierig zu erkennen, aber der Aufkleber ist blau. Das heißt, unser Alexander El Savaf hat recht. Hat recht, jawohl. So ist das richtig und es müssen viele ihre Druckschriften korrigieren. Wo kriegen wir denn jetzt die ganzen blauen Aufkleber her? Doch, die gibt es bei VW hatte die auch. Also von da, ja, die gibt es. Okay. Ja, ja, da muss die ganze 912-Geschichte neu geschrieben werden. Fast. Man sieht auch hier die alte Zündspule mit dem blauen Aufkleber. Die alten Zündspulen sind auch im Durchmesser größer als die neuen, die wir haben. Aha. Das heißt, auch der Halter ist ein anderer, der ein bisschen mehr im Durchmesser hat. Das kann man kurz sehen, wenn man die mal übereinander stellt. Es ist nicht viel, aber ein bisschen ist es. Das hat jetzt aber nichts mit den Modellen zu tun, mit den Modelljahren, weil das ist ja hier auch ähnlich, das ab 68 ist ja auch hier eine größere Lichtmaschine verbaut. Ja, da waren wir, die älteren haben 350 Watt Lichtmaschinen, die neueren ab 68, 69 mit 420 Watt Lichtmaschinen, ist richtig, die eine andere Leistung haben. Und wo wir hier drauf achten, was sehr viel nicht richtig gemacht wird, falsch gemacht wird, das ist der Ölbehälter, wo der Ölfilter drin ist, falsche Farbe, falscher Deckel zum Gehäuse und so weiter. Ja, ja. Also hier war wirklich der Framluftfilter entweder in komplett silbern oder silber mit schwarzem Deckel. Diese beiden waren richtig. Wenn Orange auftaucht, ist das modifiziert. Gab es nur beim 356, bei den frühen. Da hat man ja auch nie drauf geachtet. Ne? Die einen haben das da irgendwo gesehen und dann haben sie es halt dem Lackierer gesagt, machen wir das auch orange oder sie fanden es toll. Der Aufkleber, der hier noch fehlt, das ist hier oben der für die Ventilspieleinstellung. Da habe ich aber noch nicht den richtigen gefunden, weil die ich bisher habe, war der entweder schlecht in der Fertigung oder zu groß, dass er nicht da reinpasst dazwischen. Also ich bin dir ja auch dankbar, weil jetzt durch deine ganze Maßnahme du recherchierst ja jetzt praktisch nochmal sicherheitshalber alles von Grund auf. Ja. Und da haben wir auch für das Register auch einen großen Vorteil, dass wir jetzt genau wissen, was ist richtig, was war bisher falsch oder wo wir auf der falschen Spur waren. Wie zum Beispiel jetzt eben auch mit der Zündspule oder dem Aufkleber, dass der jetzt doch in blau sein soll. Ja.
Ja, ich versuche das schon möglichst original hinzukriegen. Alles schafft man nicht, alles weiß man auch nicht, denn das Schlimme daran ist, wenn man in alte Prospekte und andere alte Zeitschriften guckt, es sind immer nur Schwarz-Weiß-Fotos. Ja. So. Und da fängt es an, wo es schwierig wird, da zu erkennen, war das nur gelb verchromt oder nur verzinkt oder wie auch immer. Ja. Ja, beim Auspuff sieht es so aus, ich habe Auspuff wie auch meine Wärmetauscher in Keramik beschichtet. Das ist in mattschwarz Keramik beschichtet. Der Auspuff ist ein MP-Auspuff vom 356, den wir umgeschweißt haben auf 912, denn die 356 haben ja ihren Auspuffkrümmer nach hinten rechts raus und wir haben beim 912er ja den links raus. Jetzt hat man gedacht, naja, ich drehe den einfach um 180 Grad und bin dann auf der richtigen Seite. Nur, man kann den nicht einfach über 180 Grad drehen, weil das ist eine Dreiecksaufnahme. Da musste man den einmal noch mal ein bisschen den Bogen umschweißen. Wir können das hier mal ganz kurz sehen. Das ist die Tröte, die jetzt da dran kommt, auch wunderbar schwarz beschichtet. Und so kommt jetzt der Auspuff. Prima. Ja. Jetzt sehe ich sogar, da steht 912 drauf lackiert. Ja, ist richtig. Habt ihr das gemacht oder war das schon so? Nee, das habe ich mit aufmachen lassen. Das ist auch original drauf bei den 912er MP-Auspuffsystem. Okay. Und das habe ich auch wiederum drauf Keramik beschichten lassen. Ja, prima. Ja. Hier kann man das mal erkennen, nochmal, wo ich gerade sagte. Das ist der Aufkleber, der hier oben zwischenkommt. Der ist aber von der Qualität sehr schlecht. Das Rote ist nicht richtig, der rote Rand nicht richtig zentriert. Und oben hat er auch ein paar Macken. Und dann gibt es einen, der ist alukaschiert, der ist nur leider zu groß, der passt nicht dazwischen. Tja, was machen wir jetzt? Ja, jetzt weiß ich auch nicht, jetzt werde ich ein Original bei Porsche kaufen. Jörg, wie siehst du denn überhaupt die Zukunft, was die ganze Oldtimerei angeht? Man liest ja jetzt und hört, du machst das Fernsehen an, es geht nur noch um autonomes Fahren, um Elektrik. Was machen unsere Oldtimer in dieser ganzen Diskussion? Wie geht das weiter? Ja, wenn man das genau wüsste. Ich will hoffen, die überleben und werden nicht irgendwo als Mengenprodukte irgendwo untergehen. Weil das ist historisches Kulturgut und das darf man einfach nicht irgendwo mit dem Besen, mit allen anderen Autos, die Verbrenner sind, rauskehren und sagen, wir brauchen alles nur noch E-Autos. Und ein Umbau von solchen schönen alten historischen Fahrzeugen auf Elektroantrieb halte ich überhaupt nichts von. Entweder bleiben die so, wie sie sind, aber ein Umbau auf E halte ich für absolut nicht okay. Das 912-Magazin. Alles rund um die Uhr 12.